Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagstutorial und heute möchte ich euch gerne zeigen, was ihr Neues in den Energieoptionen einstellen könnt. Mit dem Mai-Update sind jetzt einige Neuerungen in den Energieoptionen hinzugekommen. Somit könnt ihr zum Beispiel bestimmen, was in einem Energiesparmodus eurer Xbox alles geschehen soll. Zunächst geht ihr erstmal in die Einstellung. Dies erfolgt über die Kachel oder über Startmenü und dann auf Einstellungen. In den Einstellungen geht ihr bitte auf Energie und Start. Bestätigt das mit A. In Energie und Start habt ihr nun die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Energieoptionen zu wählen. Zum einen schnelles Hochfahren oder Energiesparen. Im Energiesparmodus wird die Xbox komplett ausgeschaltet und es sind keine weiteren Optionen möglich. Mit schnellem Hochfahren jedoch könnt ihr bestimmen, ob ihr die Xbox über Xbox einschalten könnt oder Updates und Käufe automatisch heruntergeladen werden, Speichern mit der Xbox ausgeschaltet werden sollten oder die Xbox im TV-Modus starten soll. Diese Option könnt ihr durch einen Haken setzen oder halt weglassen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in die Energieoptionen, die sich im Mai geändert haben, hat dem einen oder anderen geholfen. Wenn es denn so ist, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, euer Hans ist raus. Cheers!